Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2. Ja, dreh das hier mal ein bisschen runter. So, reden wir mal mit Bennett. Macht er das? Bring mir bei, wie man magische Erzwaffe schmiedet. Solange du keiner von... Es gibt... Bla 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 bla. Alles klar, du tust es nicht. Ach. Ja. Mal raus aus diesem ganzen Krach hier, ist ja schlimm. Ich muss gerade mal schauen, mich mal ein wenig auf den neuesten Stand bringen. Wo sind denn meine ganzen Minenanteile? Ich glaube, ich brauchte noch 3 oder so. Ja, ich habe offscreen mal ein bisschen... Offscreen, was heißt offscreen? Ich habe Google benutzt. Ich habe herausgefunden, wo ich noch einen... Ja, es tut mir leid. Aber ich habe einfach nicht gefunden, wo es war. Wo ich noch einen Minenanteil finde. Und ich laufe in die vollkommen falsche Richtung, denn ich muss zu Seekops Bauernhof, der sich dort vorne befindet. Auf dem war ich noch gar nicht und deswegen werde ich mich da jetzt mal hin... buxieren, gehen, laufen. Seid interessant, ihr seid vollkommen uninteressant. Mann, habe ich auch keins mehr. So. Aber da unten gibt es welche mit Namen. Eine Heilpflanze. Ich werde wieder stehen müssen. Guten Tag. Erstmal her mit deinem Geklüngel. Hallo, schönes Mädchen. Süßholzraspeln wirkt bei mir nicht, Junge. Sag, was du willst, ich hab zu tun. Boah. Wie läuft's mit der Feldarbeit? Guck dir die riesigen Felder an, die wir bestellen müssen, dann weißt du, wie es läuft. Suchst du Landarbeit? Alles klar. Das Gespräch war schnell zu Ende. Bauer. Uninteressant. Wenn mich nicht alles ehrt, dann hängt ja auch noch irgendwo ein... Nein, nicht ein Suchner, sondern... Na, ihr werdet sehen. Tag, mein Junge. Na, wo wollen wir denn hin? Bist du hier der Oberaufseher? Wenn du auf meinem Land entlang spazieren willst, kostet dich das 5 Goldmünzen, wenn du keine Prügel kassieren willst. So sieht das also aus. Hast du irgendwas von Prügel gesagt? Dein Land? Bist du hier der Bauer? Na, das will ich meinen. Oder meinst du etwa, sonst würde ich dir Wegzoll abknöpfen? Von mir aus kannst du die anderen ja mal nach mir fragen. Scherzkeks. Komm her. Vergiss es. Von mir kriegst du gar nichts. Auch wenn du Magier bist, hast du hier zu bezahlen, klar? Kannst es ja mal versuchen. Na dann. Auf die Schnauze. Komm, einfach wild und stupide draufgeklotzt. Deine behinderte Axt kannst du behalten, aber dein Gold nehme ich gerne mit. So, bis du aufgestanden bist. Ist was passiert? Du musst mir helfen! Die schwarzen Männer sind in mein Haus eingedrungen. Du musst mir helfen, werter Herr Magier. Die Kerle sagten, sie würden etwas suchen, aber doch nicht in meinem Haus. Ja, nicht nochmal. Bitte, hilf mir. Mach, dass sie wieder verschwinden. Ja, ja. Aber viel interessanter ist Madame. Alles klar bei dir? Ach ja, geht so. Mir tut das Kreuz weh wegen der ganzen Schufterei. Was machst du hier? Kommt selten vor, dass ich... Bla. Normalerweise sind es immer irgendwelche... Bla. Die suchen unseren Hof in letzter... Klar. Was machst du hier? Das frage ich mich auch die letzten Jahre. Mein Mann Seekop hat es sich mittlerweile mit jedem in der Umgebung verscherzt. Überall hat er Schulden. Deswegen stiehlt er das Gut aus Onas Beständen und verkauft es an die Stadt. Mit diesen miesen Geschäften hat er sich schon ein Vermögen ergaunert. Außerdem schleift er unsere Feldarbeiter, bis ihm das Kreuz bricht. Der wird von seinen eigenen Leuten nur noch Menschenschinder genannt. Besonders stolz ist man darauf, nicht die Frau von Seekop zu sein. Das kannst du mir glauben. Manchmal wünsche ich mir die Barriere zurück. Willst du etwas zu essen kaufen? Oder vielleicht etwas für die Jagd in den... Klar, genau darauf will ich hinaus. Aha. Schämst du dich nicht, illegale Minenanteile zu verkaufen? Nein, ich muss auch leben. Und außerdem habe ich sie nicht in Umlauf gebracht. Gut, her damit. Was kannst du mir... Was willst du haben? Deine
Minenanteil, hast du sonst irgendwas? Nein, du hast nur uninteressanten Bla. Bla, 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 halt die Ohren steif. Halt die Ohren steif. Pass auf dich auf und lass dich nicht ärgern. Alles klar. Feuernessel. Till ist der faule Sohnemann. Jut, du scheinst ja das Haus voller Parasiten zu haben, dann werde ich hier mal ein wenig aktiv werden. Wo ist denn da ist? So. Haben wir denn hier mal was? Komm, nehmen wir ihn hier. Suchende. Ich habe keine Ahnung, wie viele da drin sind, aber ich werde ihn jetzt einfach mal. Einen kriegst du noch. Oh, oh. Aue, aue, aue. Ja, jetzt rücken sie mir aber ganz schön auf die Pelle. Und noch einen hinterher. Und weiter geht das Grillfest. Ah, verdammte Axt. So, den werden wir jetzt noch fertig machen. Komm. Friss. Blub, 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 blub. Ach ja, ich hatte ja mal was vor. Oder muss ich 50 Stück von essen? Wenn du 50 Dunkelpilze am Stück, glaube ich, frisst, dann kriegst du 5 Mana oder so dazu. Das gleiche gilt für Äpfel in ähnlicher Beziehung, denn wenn du, glaub, 30 oder so waren es, kein Suchen mehr drin. Nein. Am Stück frisst, dann kriegst du Stärke dazu. Ziemlich praktisch, möchte man meinen. Und lohnt den Aufwand auf jeden Fall. So, hier ist noch einer. Jetzt geht's ab im Nahkampf. Ahaha, falls noch einer da sein sollte, aber ich vermute nicht. Alles klar. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Die Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Kriege ich nicht auf. Gut, wollen wir von unserem Erfolg mal berichten. So. Dein Haus ist leer. Die schwarzen Männer sind weg. Ich danke dir, werter Herr Magier. Was wären wir nur ohne die schützende Hand der Geistlichkeit? Bla, Junge, bla. Nicht so schnell, mein Freundchen. Mich interessiert nur eins. Was wollten die schwarzen Männer in deinem Haus? Ich kann es mir nicht erklären, ehrenwerter Herr Magier. Vielleicht hat es... Was? Tut mir leid. Ich habe vor einigen Jahren geschworen, darüber zu schweigen, und ich habe auch nicht vor, meinen Schwur zu brechen. Alles, was ich tun kann, ist dir ein wenig Gold geben und dich bitten, mich zu verschonen. Gib schon her, ich hab's eilig. Hier. Bam. Warte mal. Ist sonst noch was Interessantes? Irgendwas in der Zwischenzeit passiert? Seit die schwarzen Kerle in meinem Haus waren, nicht. Okay. Jut. Reden wir noch mit dir hier. Hey! Wie sieht's aus? Ah, ein neues Gesicht hier auf dem Hof. Hat mir der alte Geizknorpel endlich einen Lehrling gegeben? Alter, gewählt. Guck mich mal an. Ich bin kein Lehrling. Oh, ach so. Ja. Ich bin nicht mehr der Jüngste, weißt du? Und ich warte schon seit Jahren auf meine Ablösung. Ich glaub, da wartest du noch du bist lange. Doch nicht etwa hier wegen der verärgerten Nachbarschaft, oder? Welche Arbeit machst du? Ich hüte Schafe. Die Tiere sind sehr treu und auch sehr schlau, das musst du wissen. Ich weiß das. Wenn du sie gut behandelst, dann folgen sie dir ein ganzes Leben lang. Ja, außer sie enden in der Wurst.
So, gib mal dein Klimbim her. Sonst alles klar? Ich kann nicht klar. Alles klar. Gut, time is running out again. See ya next time. Bis gleich.